Die sogenannte Von-Neumann-Architektur beschreibt ein sehr einfaches Prinzip, nach dem ein Rechner aus verschiedenen Komponenten besteht. Eine Komponente ist die CPU, die sich wiederum aufteilt in zwei Unterkomponenten, nämlich einmal in das Steuerwerk und zum zweiten in das sogenannte Rechenwerk. Eine weitere Komponente eines solchen Von-Neumann-Rechners ist das Speicherwerk. Die letzte Komponente ist das Ein-Ausgabewerk. Alle Komponenten sollen miteinander kommunizieren können. Und dazu ist vorgesehen, dass diese Komponenten gemeinsam angeschlossen sind an ein Bussystem und über dieses Bussystem können Nachrichten jeglicher Art ausgetauscht werden. Zum jetzigen Zeitpunkt nehmen wir die Definition dieser Von-Neumann-Architektur einfach nur zur Kenntnis. Die genauere Beschreibung, was die einzelnen Komponenten beinhalten und was sie leisten, erfolgt dann auf den weiteren Seiten des Moduls und natürlich in weiteren Videos.